Jeder von uns hat doch Sachen zu Hause, die er nicht mehr wirklich braucht, die aber noch viel zu gut sind zum Wegschmeißen. Nur wohin damit? In Bonn gibt es dafür jetzt die Bonn-Box. Andere Städte haben es vorgemacht, wie Köln oder Dortmund. Da heißt sie allerdings Gift-Box. Da können Klamotten, alte Vasen, Spielsachen oder was auch immer rein. Aber vorher musste die Box für Bonn erstmal gebaut werden. War jetzt mal ein bisschen schief, aber Mensch. Du hast den Zucker überhaupt nicht, wie das geht? Überhaupt nicht, aber unser Schreiner, der Dirk, der hat den absoluten Überblick. Und ich hoffe, dass er uns gut anleitet, dass wir das hier hinkriegen. Ein Haufen Bretter, 16 Hände und eine gute Idee. Hier an der Marienkirche in der Altstadt soll daraus in den nächsten Stunden die erste Bonner Giftbox werden. Das Prinzip ist einfach. Der eine legt was rein, der andere nimmt was raus. Umsonst. Eine Art begehbare Schatzkiste. Patrick kennt die Idee aus Köln. Was ich richtig klasse an der Idee fand, ist, dass die Leute ihre Sachen nicht wegschmerfen. Dass Sachen auch einfach noch gut sind und andere Leute sie vielleicht haben möchten. Und zum anderen kam ich mit unglaublich vielen Leuten in Kontakt. Das hat auch Nachbarschaften zusammengebracht. Da kam Und mit völlig fremden Leuten konnte man sich unterhalten über die verschiedenen Dinge, die in der Box sind. Und das war einfach klasse. Und dann haben wir gedacht, das brauchen wir auch für Bonn. Das gibt's in Bonn noch nicht. Das Geld für die Kiste kommt aus Spenden. Der Stehplatz von der Gemeinde und erste Paten gibt's auch schon, die später den Überblick behalten. Die dann einmal pro Woche vorbeikommen und gucken, ob alles in Ordnung ist. Und dafür sorgen, dass alles einfach, dass nichts kaputt ist und dass da kein Müll drin landet. 3 Uhr, die Kiste steht. Und angestrichen wird später, erstmal einrichten. So, und weiter geht's. Jeder hat was mitgebracht. Dabei geraten sie selbst schon in Tauschrausch. Also mein, die sind klasse, aber das ist mein Favorit, dieses UFO. Dieses Kinderspiel-UFO. Finde ich toll. Das macht was her, das nehme ich mir vielleicht sogar schon mit. Wenn da mal keiner schneller ist als er. Denn schon kommen die ersten Trödelliebhaber vorbei. Das ist doch schon mal schick hier. Was haben Sie da gerade schon gefunden? Meine Regenjacke. Nicht meine, aber eine. Diesen Friesenherz, ne? Haben wir doch immer gesagt früher. Ja, Herr Kupfer! Na, der ist doch mal verschärft, oder? Ist der zu groß? Nee. Sieht super aus. Hast du mal ein T-Shirt, ne? Schon ist wieder Platz im Schrank. Also, wer noch was übrig hat oder brauchen kann, die Bonn-Box steht ab.